Ab in den Ofen. Perus Innenminister Avelino Guillén hat am Donnerstag eine weitere Phase der Drogenvernichtung eingeläutet. Säcke mit Kokain, aber auch Marihuana und Opium wurden verbrannt. Insgesamt mehr als 83 Tonnen Drogen im Jahr 2021. Die zwischen September und November beschlagnahmten Substanzen waren jetzt an der Reihe. Wir beginnen mit der Vernichtung von mehr als 13 Tonnen Drogen. Peru und Kolumbien sind nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung die größten Kokainproduzenten der Welt. Mit der Produktion und dem Transport der Droge und deren weltweitem Verkauf erzielen Banden Milliardengewinne.